So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Ich habe bereits wieder ein Level vom Devori gestartet, um kurz Asynchronität zu testen. Da ich jetzt aufnehme, war die Test erfolgreich. Und jetzt haben wir ein Level vor uns, von dem es heißt, man soll die Haken da verwenden zu seinem Vorteil. Und wir sehen auch schon, das klappt ganz gut. Quote ist, glaube ich, 3 irgendwas Prozent gewesen. Also, so einfach wird das Level wohl nicht sein. Ist das eine Resetto einfach nur? Ah ja. Dann muss ich also Folgendes tun. Oh, ich darf nicht zu nah ran. Okay. Let's go. Da unten ist ein Schlüssel. Das ist eine Tür. Das heißt, ich will irgendwo her. Einen Schlüssel holen. Da kann ich rein. Das hätte mich jetzt an den Anfang zurückgebracht, okay. Gut, dass es das nicht getan hat. Ich muss da hoch. Kann ich nicht. Das ist eine Wand. Ups. Ah, dann muss ich den losschicken. Okay. Also das war gerade eben anscheinend die Röhre hier, die einfach nach unten, nach oben zu ist. Deswegen hat das nicht funktioniert. So, also gut. Aber der Anfang ist klar. Wie gesagt, der Anfang ist klar. Auch jetzt nicht sonderlich wild, kriegen wir hin. Dann die Pflanze hier runter, auch klar. Und dann wird es etwas interessanter, wollte ich sagen. Aber es wird noch nicht interessanter, weil wir noch nicht hinkommen. So, jetzt mal ein bisschen mehr Gas hier. So. Muss ich von da unten machen? Ja, alles klar. So, aber jetzt ist die Frage. Ach, der hat Flügel. Ja, das erklärt natürlich alles. Ja, dann ist die Geschichte natürlich komplett anders. Okay, alles klar. Okay, ich kann nur hier durch. Ah, oh, Checkpoint. So gut. Gut, dass wir einen Checkpoint hatten. Hab mir schon gedacht, dass das schief geht. So, aber das läuft jetzt ganz gut. Die brauche ich eigentlich nicht, aber jetzt können wir zurück. Wow. Skill. Where you at? Ach, das da oben ist gar keine Wand. Ah, dann kann ich da ja einfach voll draufziehen. Oh, die schießt. Lass das. Okay. Wir haben immer noch keinen Schlüssel, aber den kriegen wir wahrscheinlich ganz. Ah, der läuft. Weiß ich gar nicht. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. No! Okay. Also ganz schön aufregend, so ein Level. Aber hat ja auch 3%. Wir werden wahrscheinlich recht viel Musik von dem hören. Der hat viel Tohu-Musikkram dabei. Was cool ist, und der baut die Lieder auch so ein, dass man wirklich was tun muss, um. Also zumindest das, was wir bisher gesehen haben. Ob die anderen auch so sind, kann ich nicht sagen. Ah, das war jetzt ja nicht so gut. Ob die anderen auch so sind, kann ich nicht sagen. Aber. Nice. Aber.
Ich habe Angst, wo muss ich... Okay, ich kann da einfach runter. Das heißt, da kommt einfach nur ein Springboard raus, wenn ich das jetzt hier wegpfeffer. Okay, kann ich nicht wegpfeffern. Wäre zumindest ziemlich dumm. Ach, das ist eine Reset-Door. Verstanden. Okay, dann kann ich jetzt hier durch. Noch ein Checkpoint. Da drüben kriege ich einen Helm. Oh, easy. Jetzt kann ich hier durch. Jetzt muss ich den da reinpfeffern. Und von vorn. Und von vorn. Nice. Kaboom. Da ist mein Kü... Ich hätte gern meinen Hut wieder, ehrlich gesagt. Meinen Schlüssel haben wir... Achso, ich muss die trotzdem kaputt machen nochmal. Ja. Oder kann ich die so machen? Nein, geht nur mit dem Pau. Ah, Mist. Ich habe den Schlüssel, aber... Ne? Ihr seht das... Oh, jetzt muss ich... Ach, Mist. Das war blöd. Aber ich glaube, ohne Hut weiterspielen wäre noch blöder gewesen. Nein. Oh, komm schon. Nein, wieso mache ich es jetzt immer falsch? Nice. Ich bin wieder hingelaufen. Ah. So, weg, 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 weg. Dass er nicht wieder loslässt. So. Jetzt weiß ich auch, dass da Bomben rauskommen. Und jetzt komme ich da zu der Tür. Nice. Der Kreis hat sich geschlossen. Okay. Okay, das ist jetzt nur noch Bonus anscheinend. Ich wüsste ja trotzdem gerne, was hier in der Röhre ist, ne? Ah. Cool. Kleiner Bonus. Aber warum jetzt uns hier rauslässt, wenn man auch so zurück könnte... Naja, ist ja egal. Sehr schön. Das war dieses Level von Devori. Oder wie auch immer er heißt. Schönes Level. So, getting the hang of it hieß es. Genau. Gut. Dann weiter im Programm. Ach so. Lasst mal ganz kurz gucken. Wir machen hier gleich weiter. Ob es nicht hier schon was Neues sich getan hat. Zurzeit findet kein Speedrun-Event statt. Okay. Ich denke, die werden das wahrscheinlich auch irgendwie mitteilen, wenn wieder ein stattfindet. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, zurück zu Devori. Und wir scrollen wieder ganz nach unten. Aber da ist so viel Musikzeug dabei, da gehen dann wahrscheinlich ganz viele Level recht schnell. Hier zum Beispiel. Da haben wir schon mal ein Cyrno-Theme. Also ein Toho-Lied, wollte ich sagen. Nämlich Cyrnos Theme. 33% spricht jetzt auch nicht gerade dafür, dass es sehr schwer wird. Also mal gucken, ob wir es entweder nur anhören können oder ob wir auch was tun müssen. Okay. Also nur wenn man anhält, kann man sterben. Da ist noch keine Leistung dabei. Okay.
Wait. Sicher? Aber da ist ein Pfeil. Aber da ist ein Pfeil. Na gut. Na gut, ich traue dir. Ach, und jetzt fährt er weiter, oder was? Ja, jetzt fährt... Ah! Voll gut. Und jetzt geht das Ding hier kaputt. Also es ist immer noch besser als nur durchlaufen, aber es ist fast nur durchlaufen. Also es kann noch besser werden. Ne? Das haben wir ja schon gesehen, dass eine Toho-Lied war ja großartig umgesetzt. Das Lied war jetzt auch gut, aber halt noch nicht leveltechnisch nicht so spannend. So. Aber das meinte ich mit, hier sind viele Musiklevel, da gehen dann recht fix und manche Level brauchen wieder eine Weile. Oh Gott, 1,33%. SMM1 Level returns in you. Pop Koopas out in the correct direction. Enjoy. Oh Gott. Koopa Poppers 3D. Ich habe ein bisschen Angst. Da hat er wohl sein altes Zeug nochmal neu gebaut. Oh je. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Auf Dinge, die ich eigentlich nicht möchte. Oh je, oh je. Ich müsste ja eigentlich die Shells mitnehmen, ne? Ja, die lieber nicht. Ah, oh, Checkpoint. Nice. Das ist ein Eiszapfen, der runterfällt, ne? Ist egal. Ich bin erstmal gestorben. Ist egal, ob der Eiszapfen runterfällt oder nicht. Ja, der fällt. Hi. Da ist ein Block. Das ist. What? Ach, ich muss direkt weiter. Okay, ich muss direkt weiter an den. Okay, ich darf gar nicht da erst runter. Kann ich nicht direkt auf den Koopa springen, wenn er da liegt? Kann ich nicht direkt auf den Koopa springen, wenn der da liegt? Doch. Und dann da an den Wandsprung. Okay. Okay, okay, okay. Dann habe ich das einfach verfehlt vorhin. Huch! Toll. Der mit seinen komischen Röhren, ne? So, und jetzt muss ich daran. Wow. Riesenskill auf jeden Fall. Aber ich kann ihn ja direkt treffen, wenn er da liegt. Okay. Dann kann ich den ja auch direkt treffen, wenn er da noch liegt. So. Und jetzt ist hier alles fresh. Die Tür, der Tür traue ich nicht. Aber ich würde gern den Panzer da mal losschicken. Ach so. Oh boy. Oh boy, okay. Kein Checkpoint, das ist jetzt aber ärgerlich. Hi. Oh nein, und kein Checkpoint. Ah, okay. Nicht so, dass es jetzt wahnsinnig schwer war, aber nicht sicher, ob ich es auf Anhieb direkt wieder hinkriege. Ja gut. Ja gut, so weit war es jetzt halt aber auch wieder nicht, um ehrlich zu sein. Ne? So weit war es jetzt auch nicht. Nein! Das war die falsche Richtung. Aber schon cooles Level auf jeden Fall. Oh boy! Okay. So.
Nein! Mach das doch nicht! Mach doch nicht diesen. Mist. So. Ja, das ist halt nicht das Problem. Aber ich hätte trotzdem gerne einen Checkpoint hier. No, aber ich krieg eine Reset-Röhre. Reset-Tür. Das ist schon ganz gut. Ach. So. War das jetzt kurz vorm Ziel? Es müsste doch langsam das Ziel kommen, wenn ich so den Weltrekord mir anschaue. 40 Sekunden. Nein. So viel länger kann es jetzt auch nicht mehr sein. Okay. Checkpoint erst nochmal. Okay, nochmal ein Checkpoint. Tschüss. Gut, dass er da war. Ei. Oh, okay, verstanden. Aber nicht richtig interpretiert. Puh, wups. Toll. Okay. Einfach unten bleiben und dann drauf. Oh, der muss auch rüber. Nein, ich war zu... Oh, ich kann das nicht abschätzen, wie weit die fallen. Mist. Mist, Mist, Mist. So. Ich kann die Sprünge nicht vernünftig abschätzen. Eieieiei. Och, komm. Ja, das könnte jetzt ein Problem werden. Ja, das kann man nicht retten. Schade. Jetzt aber. Nice. Jetzt machen wir einen Weitsprung, ja? Was anderes kann ich mir hier gerade nicht vorstellen. Okay. Yes! 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 Oh, das wurde Zeit. Das wurde Zeit, okay. Schön. 40 Sekunden, oioioi. So, no hops, just walls, 3D. 1,91%. A new concept where progression is only through wall jumps. L is 12. Oh je. Das geht schief, Leute. Das geht schief. Oh Gott, Entschuldigung. Das geht richtig schief. So far, so good. Checkpoint wäre ganz nett. L ist jetzt twirlen. Ich muss jetzt twirlen, damit ich da rankomme. Ich verstehe. Nein! Ich wette, danach kommt der Checkpoint. Was war der Weltrekord? 51 Sekunden. Also von der Länge her in etwa wie das gerade eben. Der erste Raum ist halt super einfach. Man muss ihn nur immer wieder neu spielen. Das ist das Problem. Na, ich hab's... Ich hab genau gewusst, dass es... Ah, entweder zu weit oder zu wenig. Ja.
Eieiei. Jetzt aber! Uff. Okay, ist nur ein Leben. Checkpoint, komm schon. Yes! Uff. Das war ja nicht so, wie ich wollte. So. Okay, das wird jetzt gut getimt werden. Böse Biene! Okay, Schlüssel ist da. Wow. Okay. Ah, oh, natürlich. Oh, yes. Gib mir das Ziel. Das ist noch kein Ziel. Oh, no. Geht aber, die bleibt da, ne? Die geht nicht wieder rein oder so. Okay, ich muss zweimal auf die drauf. Jetzt gib mir das verdammte Ziel. Dankeschön. Okay. Das war das. Das war das. Auch ein sehr schönes Level. So. Das haben wir schon gespielt. Injurious Floating Monsters. Various foul things become weirdly affected due to invisible ghosts, it seems. Oh Gott, was hat er getan? Was hat er getan? 1:33 ist die Zeit. Invisible Ghosts habe ich gehört. Okay. Okay. Jetzt fährt es weiter, ja? Okay. Okay, zweimal drauf. Okay. Der fällt. Ne, der fällt. Doch, der fällt, aber es interessiert mich nicht. Okay. Oh, Checkpoint. Okay, das wechselt sich jetzt auf. Teilt sich halt auf. Und jetzt muss ich auf dem bisschen... Ah, der... ja. Ich dachte jetzt irgendwie, der kommt sofort wieder. War natürlich Blödsinn. Ich weiß, wie ich darauf gekommen bin. Aber das funktioniert. Ich muss einfach drauf und direkt auf das nächste. Und dann hat er sich regeneriert und dann gehen wir wieder auf das nächste. Ah, das klappt schon eher. Okay, sehr schön. Jetzt hier auf das Swingboard. Oh, und jetzt muss ich ein paar Mal die Pause drücken. Aber auch das scheint jetzt nicht wirklich wild zu sein. Cool. Okay, jetzt muss ich die Bombe treffen. Und dann wieder zurück, weil die Bombe aktiviert jetzt den Dings und die aktiviert dann den Pow. Und dann muss ich mit dem Pow hier hoch. Okay. Das ist ein cooles Levelkonzept. Holy moly. Ein richtig cooles Levelkonzept. Regenschirm-Cooper. Uiuiui. Gott, ich dachte nicht, dass ich das schaffe. Okay, zack. Rein da.
Klingt schon wieder nach Finale, ne? Okay. War jetzt aber kein krasser Sprung am Ende. Nice! Haben wir das First Tried? Wir haben das First Tried, oder? Ich bin nicht mal gestorben, oder? Bin ich irgendwann gestorben? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, das war ein First Try. Nicht sicher. Nicht sicher. Möchte nichts behaupten, was nicht stimmt. Aber ich kann mich nicht erinnern, einmal gestorben zu sein. Cool. Jump Flame. Jump Warp is a hot game, literally. Easier und H is hardest. Okay, es hatte also verschiedene Schwierigkeitsstufen eingebaut, oder was? Was hat er getan? Also ich muss Flammen springen. Wie so ein... Ach so. Ah. Oha. Oh, die sind voll irritierend, die anderen Viecher, ne? Ah, die Idee ist ziemlich cool. Jetzt kommt er zurück. Und der auch. Und der auch. Und nochmal. Okay. Der macht jetzt sowas hier. Okay. Schlüssel ist da. Checkpoint ist da. Okay. Okay. Schlüssel ist da. Okay, das ist auch simpel. Aber wenn das noch mehr werden, wird das interessant. Aber voll cool, ne? What? Okay. Wofür kann ich hier hoch? Außer für Münzen. Oh nein! Jetzt komme ich genau hier raus. Okay. Ah, auch das ist wieder Sim. Wait, aber ich kann ja gar nichts tun. Hä? Ach so. Ah. Verstanden. Ich muss jetzt kleine Sprünge machen. Oi, 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 oi. Oh, Checkpoint. Und das ist jetzt auch wieder interessant. Drei Stück. Aber wobei das jetzt nicht so schwierig aussieht. Gott, das Konzept ist so gut, ne? Kann ich da rein? Nein. Aber da. Okay, hardest und easy. Das sind jetzt die zwei Wege, die man gehen kann. Oh boy, das Ding haut dir richtig rein. Aber das kriegen wir hin. Ist halt blöd, dass er dann... Da wäre nochmal ein Checkpoint eigentlich cool gewesen vor dem, vor der Entscheidung hier. Bruder! Das ist gar nicht so simpel. Aber wenn wir jetzt noch öfter den Quatsch hier zwischendurch sehen, werde ich wahrscheinlich doch das Easy nehmen. Wir probieren es noch ein paar Mal mit Hard, aber wenn ich so auf die Zeit gucke, ist es auch nicht so gut. Mist. Puh.
Muss ich, bis die Bombe da oben durchgelaufen ist, das machen? Oh, nee. Mist. Oh, nein. Ich doof. Ich doof. Machen wir nochmal hart, oder? Ich weiß es nicht. Wir probieren es nochmal. Ich würde schon gerne schaffen, ne? Das ist zu lang. Das ist zu lang. Das ist wie das 100 Mario-Dings in Galaxy. Wie heißt es denn jetzt wieder? Odyssey. Gehen wir mal bei Easy rein und gucken, was Easy ist. I'm sorry, ich hab's versucht. Oh, ich fühle mich schlecht. Oh, ich bin so doof, ne? Oh, ich bin so doof. Okay, aber Easy geht klar. Ich verstehe den Zwischenteil hier nicht. Außer, dass er nervig ist, bringt er mir nichts. Ich habe ein bisschen Angst, immer zu Ball zu springen, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen. Okay. Das war das. Wahrscheinlich wäre nach dem Hardest sogar noch mal mehr gekommen. Hä? Ach so. Nee. Hä? Das habe ich falsch gemacht. Ach, ich kann hier jetzt durch. Ja, moin. Okay, das ist jetzt nur noch Deko, ne? Gut. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ah, ich hätte gerne das Hardest geschafft, aber ja. Ne? Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu much gewesen. Okay, eine Melodie haben wir noch. Oh, 7,11%, also eins, wo man selber was spielen muss. Reimus-Them. Let's go! Musik intensifies. Achso, ich dachte, ich muss springen. Oh, das wird gleich so gut, ne? Oh boy. Mit dem Wind, ey. Ah, das kommt jetzt gleich noch, dass ich da drüber springen muss. Okay. Uff. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann das noch nicht so gut einschätzen mit den Stacheln. Und da darf ich nicht so weit. Okay, da muss ich langsam machen. Gut, dass man hier Checkpoints hat, ne? Besser. Viel besser. So, jetzt wäre ich wieder geschoben und jetzt kommen noch die Sprünge am Ende. Genau die zwei.
Wait, ah, Schlüsseltür. Aber muss ich jetzt den On-Off? Ich weiß es nicht. Warum ist er denn jetzt richtig? Würde ja beides gehen. Ich habe jetzt einfach mal gedrückt, keine Ahnung. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack. Herz ist da. So, wenn noch ein kurzes kommt, machen wir noch ein kurzes. Ansonsten hören wir auf. Das klingt auch nach Musiklevel, ne? Jump to the drums on each arrow. Music blocks act as metronome. Don't run. Okay, let's go. Das machen wir noch. Achso. Auf die Pfeile. Okay, ich habe das Konzept verstanden, aber das ist böse. Drei, zwei, eins. Ja, und da wird der Rhythmus schon ein bisschen krasser. Okay. Huch. Nein, ist das Reset? Oh, bin ich doof. Warum? Oh. Dann gehe ich mal kurz sterben und gehe in die Röhre. Warum kann man denn resetten? Welchen Sinn hat das, durch die Tür hier nochmal zu gehen? Okay. Okay. Ah ja, alles klar. Das war interessant. Das war sehr interessant. Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir an der Stelle mal hier ab und machen dann das nächste Mal den Chamber Castle Speedrun. Und dann kommt schon Sound Jump 2. So, so. Na, dann bin ich mal gespannt, was... Och, 19 Sekunden nur. Aber 1,18%. Das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.